Oh, okay, wir sind auf dieses Ding hier gebunden. Okay, den Yoshi kriegen wir. Doch, den kriege ich. Ah! Okay, war es das wert? Das war es natürlich wert. War schön. War cool, diesen roten Yoshi zu haben. Das wäre ein schönes Cape-Level gewesen. Wenn es hier so viele Chucks gibt. Schön unten bleiben. Ich weiß gar nicht, wo diese Musik sein soll. Nee, nee, du bleibst mal da. Oh Gott. Okay. Also ich springe echt nur, wenn es sein muss. Sonst sehe ich da gar keinen Grund zu. Hier kann ich schon auf der Stelle laufen. Wunderbar. Wunderbar. Solange nur irgendwelche Fuzzies in der Luft sind, bin ich vollkommen zufrieden hier. Okay, hier kommt Teil 2. Den springenden Dingern hier. Okay, damit kann ich leben. Dass jetzt einer hinterherkommt, ist blöd, aber der schafft es gar nicht dran zu bleiben. Nö, danke. Das muss jetzt nicht sein. Oh, cooles Muster. Wow, ich wollte nicht fliegen eigentlich. Aber es hat ja nichts Böses beigetragen. Also ist alles gut. Okay, diesmal wollte ich fliegen. Aber ich sehe schon, das geht in die Hose, weil ich wieder... Ich habe wieder zu viel Zeit und das bringt mir Langeweile und Langeweile bringt mich dazu, irgendwie dumme Sachen zu machen. So bin ich nun mal. Ist immer wieder das Gleiche. Okay, gut, kein Fliegen mehr. Das hat jetzt auch nichts mehr mit Langeweile zu tun gehabt. Sondern wirklich mit Missgeschick. Ungeschicktheit. Okay, jetzt haben wir die Plage hier, aber die gehen noch. Okay. Außer der da oben, der... Oh. Der eine, der bleibt und bewacht das Level hier. Aber da oben stört er mich ja nicht. Okay. Ende. Ende. Außer diese beiden Bomben hier noch. Okay. Schön, schön, interessant. Hab mich sehr gefreut. So, wieder massiv viel Zeit. Bonus. Und das Level hatte ein Secret Exit. Irgendwie... Ich habe schon wieder kein Secret Exit. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich suchen sollte. Aber mache ich auch ein andermal. Also, heute schiebe ich die Secret Exit mal schön vor mir her, weil... Erstmal, ich will das Level gerade nicht nochmal spielen und außerdem wüsste ich nicht mal überhaupt, wo ich anfangen soll zu suchen. Also ich denke, die Suche würde so lange dauern. Nehme ich mal lieber schön Zeit nach der Aufnahme, guck das Level durch, guck das erste Level durch, wie das geht. Und dann sind wir im nächsten Part viel glücklicher. Okay, ja, den grünen Switch haben wir noch nicht. Vielleicht kriegt man den in dieser Welt, wenn ich mal schaffen würde, die Secret Exit zu finden. Dann wäre das ja mal was. Dann könnte man es ja rausfinden. Aber irgendwie liegt mir das heute nicht. Whoop. Ich hoffe hier... Ah! Ist alles gut. Ja. Gut, hier kommt dann einer. Hier ist alles gut. Ende Mario World. Level Design. So irgendwie mal komisch, wenn es Mario World Grafik ist komplett und dann Mario Bros. 3 Musik. Damit assoziiert man irgendwie, ich weiß nicht, die Musik und die Grafik, die gehören einfach zusammen oft und dann ist das halt komisch manchmal, wenn es Mario World Mucke ist und die Musik halt was komplett anderes sagt. Weil das ist gar nicht das, was man dann im Sinn hat oder so. Okay, Freunde. Was sagt ihr, links oder rechts? Ich geh mal links. Okay. Ich hab's gesagt. Brust. Ich will ein P-Switch. Lass mich raten. Ich muss doch erst nach rechts. Toll, danke. Gib mir Scheiße erzählt. So, dann wollen wir mal... Oh, nicht verwirren lassen. Okay, da war ich einfach zu ungeduldig.
Wo ist der? Moment, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann hier hin. Ich lag falsch. Da ist er. Jetzt müssen wir nur einmal damit zurück. Bitte keinen Scheiß bauen. Ich nehme mal meine Feuerblume. Sag euch auch warum, weil ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich glaube, wenn ich in der Luft getroffen werde und von großer Mario zu kleiner Mario werde, kann das sein, dass er den P-Switch fallen lässt. Und wenn die Lava fällt, dann ist er weg. So, aber es ist jetzt eh nicht passiert. So, dann können wir gemütlich hier, zack, zack, zack. Okay. Checkpoint ist gesaved. Hey, guck mal, da werden wir einmal doch mal für irgendwas belohnt hier. Wer hätte gedacht, dass dieser Tag hier kommt? Okay, oh, du bist... Ach, du Scheiße, ey, du... Oha, dieser Drecksack, und ich treffe den nicht mal. Okay, erstmal auch mal deine Dinger weg. Moment, hallo. Ich hab den getroffen. Das Spiel lügt. Gut, das geht auch mal gut aus, auch wenn das Spiel wirklich gelogen hat. So, jetzt Plot-Twist. Das Level hat auch einen Secret-Exit. Wetten. Also, wir werden es ja jetzt nicht erfahren, aber... Oh Gott. Okay, das hier wird ein Secret-Exit. Dino Rex Ruins. Die sehen ja richtig komisch aus. Die sehen richtig aus, als hätten die mehr Wampe, als sie haben sollten eigentlich. Secret-Exit ist hier oben. Nee. So, jetzt ist das ist eine blöde Stelle. Jetzt muss ich ja... Ey, Bonusraum? Okay, das ist, glaube ich, der erste in diesem Spiel. Also dieser OG Mario World Bonusraum. Okay, das ist neu. Das ist wirklich neu. Und das kann ich jetzt aufmachen, wie ich will. Ja klar, warum nicht? Ist ja gar nicht irgendwie seltsam oder so. Auf den letzten haben die ja das Ding drauf gesetzt stattdessen. Und mit dem man hier immer Bandicoot. One up. Okay, ist doch schön. Guck mal. Du hast den roten Switch oder den pinken, man weiß es nicht so richtig. Und dafür wollen wir dich jetzt mal ein bisschen belohnen hier. Gut gemacht. Das erste Mal in diesem Spiel irgendwie, dass ich für irgendwie sowas belohnt werde. Weil sonst heißt es immer nur, ja, du hast den aber nicht. Du hast den nicht. Ey, man konnte den doch gar nicht kriegen. Ja, du hast den nicht. Hier wird dir das Level jetzt extra schwer gemacht. Wow, der wird gut bewacht. Das könnte unser Weg zum Secret Exit sein. Moment. Ah ja. Dann wollen wir mal. Aha, aha, okay. Nehme ich gern. Okay, jetzt habe ich mein Dings kaputt gemacht damit. Ah, ich muss mich beeilen. Oder? Weiß ich nicht, muss ich mich beeilen? Da war so ein... Warum haben da Münzen hingezeigt? Ich bin verwirrt. Was muss ich mit diesem P-Switch machen? Ah, guck mal, wir sind doch diesmal näher an einem Secret Exit dran, als wir es sonst je waren. Oh, ich hab's verkackt. Das hätte ich viel besser spielen können. Okay. Okay. Also, ich glaube, ich bin schon dran vorbei an der Tätigkeit, die ich hätte ausführen müssen, weil ich kann mir jetzt echt schwer vorstellen, dass ich jetzt irgendwie den ganzen Weg gleich wieder zurück damit gehen muss. Wow. Ey, Mann. Das ist aber gar nicht gut. Moment, hat der den kaputt gemacht? Oh. Warte, ich will jetzt hier nicht sterben. Hallo? Okay. Mann! Boah, diese unsichtbaren Blöcke hier. Ich raste aus. Okay, ja. Also wir sind der Sache schon relativ nah, aber uns fehlt noch der letzte Schritt. Aber das ist so ein Secret Exit, da will ich doch noch einmal probieren. Ich meine, wir sind ja schon nah dran. Wir haben zumindest das Schlüsselloch gefunden, was ja schon die halbe Miete ist. Und außerdem grundsätzlich eine Idee davon, was wir zu tun haben. Zumindest eine grobe. Und das finde ich ganz gut. Bei den anderen beiden Levels habe ich nicht mal die leiseste Ahnung. Und das aus ganz verschiedenen Gründen sogar. Also dann.
Eins nach dem anderen. So, diesmal werde ich einfach direkt den Peacewitch hier drücken und dann vielleicht sagt mir das Speer was. Oh, cool, danke für diese Botschaft. Ich bin kein bisschen schlauer geworden. Also, das sind Mancher hier. Ne, das sind keine Mancher, das sind nur Münzen. Was soll denn das? Wofür brauche ich den Peacewitch? Ich fühle mich beleidigt. Das Gute ist ja, wir haben hier einen Checkpoint. So fangen wir auch relativ nah wieder am Geschehen an. So, komm, geh bitte. Soweit. Ich weiß es nicht. So, wir nehmen und gehen jetzt nach links. Ah! Okay. Seht ihr? Tada! Man musste nach links gehen. Habe ich jetzt nicht kommen sehen. So, und dann einfach hier hoch. Die Münzen sollen mich nicht verwirren. Cool! Das ist ein Bonus-Room, also führt uns an sich nicht weiter. Dann können wir hier weitermachen. Spike Temple Run. Temple Run. Okay, das ist nicht das Temple Run, was ich im Kopf hatte. Oh, coole Musik, Mann! Schön laut und sehr komfortabel in den Ohren. Das will ich nicht. Also mein Temple Run ist mehr so... Ich kann keine Affengeräusche, tut mir leid. Und dann diese Bongos und dann läuft man weg und dann... Warte, dann nicht... Und dann kriegt man einen Boost Power Up, keine Ahnung. Ihr kennt doch Temple Run noch, oder? Ich glaube, die heutige Generation kennt nur TikTok. Und ich weiß selber nicht mal genau, was genau TikTok überhaupt ist. Oh. Na, geh. Ah, toll. Ja, toll! Jetzt habe ich doppelt Power. Oh Gott, ey. Beim Versuch, den Pilz loszuwerden. Ja, habe ich alles verloren irgendwie. Boah, diese Musik, Mann! Sei doch mal ruhig. Und zumindest ist nicht das Geisterhaus im herkömmlichen Sinne. Ich würde mal sagen, das ist gut. Guck mal mit Checkpoint. Das ist auch schön. Darf ich den? Ja, den darf ich. Die Musik gefällt mir kein bisschen. Boah, so knapp. Das hier gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Was soll das denn hier mit diesem Plattform? Das soll aufhören. Ja, meine Ohren bluten. Und euch, wie geht's euch so? Und steht auf eurem Tagesplan. Okay, jetzt bin ich minimal durcheinander gekommen. Combo versaut. Gut. Wisst ihr, was cool wäre? Ein ROM-Hack. Also ein Mario World ROM-Hack, der irgendwie so ein Tony Hawk-Feeling hat. Wo es nicht darum geht, unbedingt Levels zu durchqueren, sondern einfach coole Tricks zu machen und dann kriegt man Punkte oder sowas. Autsch. Ja, okay. Ah! Wo ist denn hier irgendwas? Okay. Die Spikes schieben mich gerade. Eigentlich sollte ich tot sein. Aber gut. Solange das Spiel nichts sagt. Oh, und wir rennen nochmal in die Spikes. Vollkommen logisch, alles klar. So, ich glaube mal, Secret Exit ist... Also, es gibt hier keinen Secret Exit. Vielleicht ja doch. In dem unteren Level, dem roten, habe ich auch nicht gedacht, dass es eins gibt. Aber da gibt es eins. Black Bullet. Sky is. Was soll ich damit? Yoshi. Okay, wisst ihr was? Dann drücke ich das einfach instant. Und nimm's mit. Okay, Plattform, du bist... Du warst mir wirklich keine Hilfe, Plattform. Der Yoshi, der war mir eine Hilfe. Hier war nix.
Ich weiß nicht mal, ob Boden da ist. Ich meine, da sind so Büsche, aber das könnte auch sein, dass die Büsche einfach ins Nichts führen. So, vertrauen wir mal diesen Münzdingen. Wie komme ich denn da hin? Wow, das war jetzt knapp. Das war jetzt knapp, du. Du hör mal. Ah, ah. Okay. Das war jetzt cool mit Yoshi. Ich hätte fliegen können. Aber nö. Nie. Nie geht mein Wille in Erfüllung. So, da spielt sich anscheinend auch was Cooles ab. Ich hoffe, das war es auch wert, für einen Pilz herzugeben. Ich will zurück. Ich will zurück! Ich sehe das jetzt nicht ein. Ich sehe das nicht ein. Dass ich da jetzt den ganzen Weg wieder von vorne gehen muss, weil da nur wieder eine bescheuerte Yoshi-Coin versteckt war. Die mir nicht mehr am Arsch vorbeigehen könnte. Okay, der bleibt jetzt hier endlos im Kreis, bis ich das drücke. Boah, die stören mich aber auch, diese diagonalen Dinger. Okay, weiter geht's. Ich bleib mal oben, da fühle ich mich wohler, ja. Für die Yoshi-Coin ist es nicht wert, da sein Leben zu riskieren. Und Ende! Tada! Ende! Oder wie der Smash Bros-Typ sagen würde, Ende! Ich spiel's nicht auf Deutsch, nicht mehr. Ghastly Forest.